Zuhardt, du bist zum Hagedorn-Spieler des Monats Januar ausgezeichnet worden. Nicht zuletzt sicher auch wegen deines Tors gegen Gladbach. Es war das erste in der Rückrunde. Außerdem konntest du damit deinen Titel aus dem Dezember verteidigen. Kannst du dich darüber trotz der aktuellen sportlichen Situation freuen? Natürlich ist es was ganz Besonderes, von den Fans als Spieler des Monats gewählt zu werden und dass ich den Titel jetzt verteidigen konnte, macht einen schon glücklich, auch wenn momentan die Situation nicht so erfolgreich für uns ist, aber es ist schon eine Auszeichnung für die Leistung, die man dann gebracht hat in den Monaten. Was läuft denn im Moment anders als in der Hinrunde, dass es nicht so erfolgreich ist? Ja, vielleicht fehlt uns momentan so ein bisschen das Glück im Strafraum bei den Abschlüssen und wir haben auch viel Verletzungspech momentan und das könnte auch so ein bisschen das Problem sein, aber ich bin optimistisch, dass wir da gut rauskommen. Es hieß immer, jetzt in den letzten Spielen, uns fehlt da auch eine gewisse Lockerheit. Kann man so eine Lockerheit erzwingen? Erzwingen würde ich jetzt nicht sagen. Die müssen wir uns im Training und in den Spielen halt holen, so wie in der Hinrunde. Ja, wie gesagt, ich denke, das wird in den nächsten Spielen wieder kommen. Jetzt haben wir starke Gegner vor uns mit Köln. Wird nicht so einfach. Die sind auch sehr gut drauf. Aber ja, wenn wir das auf den Platz bringen, was wir in der Hinrunde gebracht haben, dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir das Ding gewinnen. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben großes Verletzungspech, wichtige Stammkräfte, so wie du auch, sind ausgefallen bzw. fallen aus. Was macht das mit einer Mannschaft, wenn auf einmal so die Struktur ja eine andere ist? Ja, man war eingespielt, das hat man gesehen in der Hinrunde und wenn jetzt Leute rausfallen, so wie ich jetzt in den letzten drei, vier Spielen, dann sieht man das schon in der Mannschaft. Aber das müssen wir schaffen zusammen und diese Probleme gibt es halt in dieser langen Saison und die wird es auch öfter geben und wir müssen einfach als Team jetzt zusammenhalten und nur so kommen wir aus dieser Situation auch raus. Du hast gesagt, du bist ja selber ausgefallen und du merkst dann, so eine Mannschaft funktioniert nicht richtig so, wie sie noch zuvor funktioniert hat. Macht das dann so für einen selber ein bisschen mehr Druck, dass man sagt, ich muss gucken, dass ich fit werde, ich will der Mannschaft wieder helfen, ich will zurück auf den Platz? Ja, ich glaube, jeder Einzelne macht sich dann selber den Druck. Ich habe mir auch Druck gemacht. Ich wollte so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen. Und jeder Einzelne macht sich dann generell den eigenen Druck. Und ja, aber wir haben schon einen großen Kader, wir haben auch sehr gute andere Spieler, die auf jeweilige Positionen spielen können und ja, die müssen jetzt auch mal finden mit der Konstellation, die es momentan gibt und bin ich optimistisch, dass das wird. Dennoch, du wirst immer wieder auch als einer der Schlüsselspieler genannt. Macht dich sowas ja, stolz, dass du dich in der Vergangenheit dahin entwickelt hast? Ja, selbstverständlich. Wenn man die Saison mit der letzten Saison vergleicht, meine Leistungen, dann ist das schon ein großer Schritt, den ich gemacht habe, jetzt so als Führungsspieler oder Schlüsselspieler, wie man es auch nennt, da zu stehen, ist schon was ganz Besonderes und dass das die Fans auch die Medien sehen, ist ehrt schon ein. Wie kommt es zu so einer Entwicklung? Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe nie an mir gezweifelt. Ich wusste, ich kann ein großer Spieler werden oder ich werde ein großer Spieler und ich habe immer in meinen Fähigkeiten vertraut und so langsam blühen die auf und ja, bin froh, dass momentan alles so gut läuft und ich muss jetzt einfach gucken, dass ich fit bleibe und ja, den Rückstand, den ich jetzt in den vier Wochen verpasst habe, wieder aufhole und dann geht's weiter. Was kann denn jetzt angestoßen werden in der Mannschaft, dass am Samstag dann der Geistbock umgestoßen wird? Ja, also wir haben als Team schon geredet über die Niederlage gegen Leipzig und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir defensiv sehr gut stehen und dann ja, nach vorne guten Fußball spielen, schnell zum Abschluss kommen und irgendwann fällt dann das Ding und dann läuft es hoffentlich so wie in der Hinrunde und dann spielen wir wieder locker auf. Beim FC ist Party, nicht nur wegen des Karnevals, sondern auch wegen des 5:0 in Berlin. Bei denen wird eine große Euphorie herrschen. Was kann man tun, damit man das nicht zum
entscheidenden Gesichtspunkt für die Partie am Samstag werden lässt. Ja, die sind momentan sehr gut drauf. Die haben im letzten Spiel sehr gut gespielt. Spielen unter dem neuen Trainer auch guten Fußball. Und zu Hause bei denen ist sowieso immer schwer, wenn wir auswärts spielen in Köln. Und ja, wir müssen einfach gucken, dass wir in den ersten Minuten sehr kompakt stehen. Nicht so wie gegen Leipzig direkt ein Gegentor bekommen. Das dürfte uns nicht passieren. Und dann müssen wir einfach in jedem Zweikampf da sein und ja, so das Spiel auf unsere Seite kippen. Wir haben vorhin über Leichtigkeit gesprochen oder gerade über Leichtigkeit gesprochen. Inwieweit hilft euch so eine Reaktion nach dieser herben Klatsche gegen Leipzig der Fans einfach auch ja, im Kopf nicht zu sehr zu verkrampfen? Ja, sehr. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben die besten Fans in der Bundesliga. Und was die jede Woche für uns machen, dass die nach solchen Niederlagen hinter uns stehen und uns so anfeuern, ist nicht selbstverständlich. Und man hat schon letzte Saison gesehen, dass die immer da sind, egal ob Abstiegskampf oder Europa. Und ja, Riesenkompliment an die Fans, und die uns da unterstützt haben. Wir werden jetzt als Team probieren, die Ergebnisse zu ziehen, und dann können wir zusammen feiern. Danke dir.